So, das war's dann mit der extra langen Aufnahme. Aus Versehen. Naja, war vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann schaffen wir es vielleicht noch auf Tier 1, bis Breakpoint rauskommt. Oh nein, nicht umkippen! Gut. Ich hab die Rebellen. Okay, sehe das Ziel. Da ist sie. Hey Jungs. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Okay, nichts passiert. Ab den Drecksheli. Doch, es ist was passiert. So. Ich sehe eine montierte Waffe. Diesmal schieße ich nicht einfach so auf den. Wenn ich ihn nicht sehe. So. So. Ich brenne eure Felder nieder, dann streue ich Salz auf die Erde, dass sie bis zum jüngsten Tag unfruchtbar bleibe. Die ganze Arbeit, um sie herzubringen, eine Schande, sie jetzt zu retten. Da hast du recht. Gib mir Wasser! Ja. Pornotime. So, genug. Genug gepornot. Wie lädt der nach? Das will ich sehen. Mit einer Hand. Easy. Gib mir Wasser. Wer war das, die Mann? Was ich am Breakpoint, an dem Konzept nicht so geil finde, sind die großen Drohnen. Gib mir Wasser. Weil man die nicht leise ausschalten kann. Weil hier kann man wirklich alles leise ausschalten. Vom kleinsten bis zum größten Soldaten, inklusive den ganzen Maschinen, kannst du alles leise ausschalten. Du hast die Wahl, kannst einen Generator, kannst du sprengen, kannst ihn aber auch ausschalten. Oh, wobei, stimmt gar nicht ganz. Flugabwehrstellungen kann man nicht leise ausschalten. Ich bin bereit. Das ist aber das Einzige. Aber die Drohnen, die großen und auch die mittleren, kleinen auch, nicht nur die kleinen Flugdrohnen, die sind äußerst übel, weil sie so schnell sind, kann ich mir vorstellen. Nur die Drohnen, die haben zwar auch Schwachstellen, aber ist nicht so im Sinn von, da schießt er rein, da sind sie kaputt. Die explodieren dann halt auch, wenn sie kaputt sind und... Gib Aufmerksamkeit. Santa Muerte, warum hast du mich verlassen? Weil du eine dreckige Lügnerin bist. Ich finde die Antwort so geil. Weil du eine dreckige Lügnerin bist. Jetzt wohl auf unserer Seite, Bitch. Biatsch. Santa Muerte, stelle meinen Glauben auf die Probe. Ja. Glaub du nur weiter. Santa Muerte ist mein Fels. Mein Fels. Mein Salatzügel ist mein Stixi-Fels. Ich darf solche Witze machen, denn ich habe früher selbst gelispelt. So, dann haben wir noch die Soldaten von Santa Muerte. La Santera Ring. Wow, La Santera ist ja echt ein Original. Mit der muss ich auf jeden Fall mal ordentlich ein Leben gehen. Gehen Sie hier lieber keinen trinken. Ihre Anhänger fühlen sich verraten und sinnen auf Rache. Gut, davon wird sich Herr Kult nicht erholen. Ach ja, ich glaube, nach der nächsten Mission kriegen wir ein Level up. Hab ich so im Gefühl. Also nach dieser hier. Natürlich muss da jetzt wieder ein doofer Konvoi rumfahren. Aber ja klar. Diese Kaserne. Die Jungs sehen aber sauer aus. La Santeras Leibgarde gehört sicher zu den Besten von Santa Blanca. Und das sind echt viele. Wem geht die Düse? Mir nicht. Warum hat er es überlebt?
Verarschen? Der Pilgerroute. Das sind Unterkünfte für Pilger aus den Staaten Mexiko und Mittelamerika. Wartet, ich sehe reichlich Kartellaktivität da drüben. Ach, weil wir es ist Abend, die schlafen, kann das sein? Ich bin schon gewundert, warum die jetzt in anderen Positionen sind. Oh fuck, da hat jemand Leiche gefunden. Ist nicht so gut. Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position. Okay, Ziel markiert. Moment, such eine gute Schusslinie. Mein Ziel ist weg. Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Ziel angreifen. Tango getroffen. Wo ist der? Warum treffe ich den so nicht? Na toll. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Ein Drohnenstörgerät. Okay, der ist wohl nicht da oben. Der Feind will zu unserer letzten Position. Natürlich will er das. Haltet ihn auf. Feuer. Roger. Aufschlag wurden entdeckt. Geh in Position. Ich verlasse mich gerade ganz auf die KI. Ich sehe das Ziel. So, und die nächsten. Stecken Sie Ihre Waffen noch nicht weg. Ich lade Ihnen die Koordinaten für ein anderes Kartelllager hoch. Schubidu, hey Leute, na? Santa Muerte. Haltet die Augen auf. Nö. Oh, Konvoi. Oh oh. Ups. Ja, passiert. Nein, oh je. Ich bin zuvor schon ein paar Mal durch den Boden gefallen. Dreimal. Zweimal davon im Ghost-Modus. Ich habe mich dann schnell wegteleportiert. Das letzte Mal bin ich heute durch den Boden gefallen. Als ich die Ressourcen gefarmt habe. Ich gehe in Position. Und wurde danach ohne Tod einfach wieder. Bin einfach wieder respawned. Das ist ein Tango, Zivilisten aber auch. Was ist mit dem da? Markiere Gegner, steht da mit Einheimischen. Der greift zur Waffe, er hat den Schuss gehört. Der Leutnant flieht. Sag mal, warum treffe ich den denn nicht? Sind an uns dran, ganz ruhig. Das war's. Bis zum letzten Mann gekämpft. Aufgeben gehört wohl nicht zu Ihrem Wortschatz. Oh. So. Ich mach das, ich fliege. Oh ja, nice. Oh, Tierstufe 2. Hoffentlich kriegt man auf der Tierstufe 1 noch eine geile Waffe oder so irgendwas. Oder was richtig Geiles zum Anziehen. Und was gibt's da? Farbwahl, graue Python. Ernsthaft? Ein Skin? Ein Skin? Ist das ein Waffenskin oder? Na toll. Also das ist irgendwie nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Kannst du die Dinger da weg? So. Booster läuft noch eine halbe Stunde ungefähr, wenn ich da richtig auf die Uhr geguckt habe. Ja, eine halbe Stunde, 31 Minuten. So, das heißt, wir können hier die ganzen Missionen schon wieder machen. Da sind wir wahrscheinlich zu nah dran, oder? Nee, geht, cool. Esteban Ibarra ist La Santeras Berater und der Kontaktmann des Kartells. Das will man mal gerade ausrechnen, wie viele Missionen. Huch, wie viele Missionen wir brauchen. Arrangieren Sie die Begegnung. 2-1. Nein. 1-2-1. 3-0.
Gut, 30 haben wir schon drauf geschissen. Wir bekommen 5925 Punkte. Geteilt durch 5925. 20 Missionen für ein, also 20,5 Missionen für ein Level Up. 20,5 Missionen. Okay. Aber das schaffen wir. Das ziehen wir durch. Oder? Das kriegen wir hin. Meine Missionen gehen ja auch nicht so lange. Oh, ich freue mich. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Nein, hier bin ich falsch. Oder? Nee, doch, ich bin richtig. Nein, nein, nicht kaputt gehen. Ich bin doch richtig hier. Wir haben Gesellschaft, bleib wachsam. Achtung, Marco mit Maschinenpistole. Drüben am Parkplatz. Setze Drohne ein. Warum ist... Da ist er. Erstmal wieder nicht direkt gespawnt. Ich sehe unser Ziel. Vermutlich führt der Mann die Geschäfte... Sehe nix. Blätter am Weg. Ziel am Boden. Wiederhole. Ziel am Boden. So. Dann machen wir das Ganze nochmal. Genauso wie wir es gerade gemacht haben. So geht's am schnellsten. Dann kriegen wir... 1, 2, 3, 4, 5 Missionen in kurzer Abfolge. Allerdings müssen wir hier erst aus dem Gebiet rausgehen. Wir sind zu nah. Scheinbar. Komisch, dass es eben geklappt hat. Geht's jetzt? Die Arschlöcher wissen Bescheid. Psst. Ah ja, doch, jetzt geht's. Wunderbar. Finanziert sich mit dem Gold von El Sueño. Zerstören Sie die Goldverstecke. Vielleicht können wir ja so seinen Glauben an den Kult erschüttern. Ach ja, schön. Schön, nicht wahr? Schön. Ja, vielleicht sieht die graue Python-Tarnung ja auch ganz gut aus. Waffentarnung. Oder ist es vielleicht auch eine Farbe für die Kleidung? Steht halt nicht da, steht halt nur Farbwahl. Wir werden sehen. Wisst ihr, ich bin dann aber auch ein klein bisschen traurig, ne? Weil, wenn ich das hab, Es gibt Feldaktivität. Ich sehe zwei Sicarios. Ich sehe eine Art Mine. Sieht nach Kartell aus. Ein Kartell sollte niemals eine Goldmine besitzen. Hua, machen wir sie dicht. Wenn ich das geschafft hab, wenn ich auf Tier 1 bin, diese Seite ist sauber. Da gibt es eigentlich nichts mehr für mich zu tun. Dann habe ich Ghost Recon Wildlands offiziell komplett durchgespielt. Ich habe alle Achievements, also alle Ubisoft-Club-Herausforderungen. Ich habe alles. Gut, wobei das Einzige, was mir noch fehlt, ist... Was war das denn? Verdammt, das hat ihm wohl nicht gefallen. Ja, was ist denn da explodiert? Toll. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, auf Tier 1 zu kommen im Ghost-Modus, wo man nicht sterben darf. Also in dem Permadeath-Modus. Ich habe schon im Permadeath-Modus durchgespielt. Aber, und bin auch in den Tier 1-Modus gekommen, aber halt nicht auf Tier 1. Ich habe sogar immer noch C4 ausgerüstet. Die Ladung ist scharf. So, flup. Hab das C4 scharf. Kann ich auch mal hier nachfüllen. Warum auch nicht? So, zünden. Rausrennen. Was? Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Kommt mich wiederbeleben. Schnell. Wir müssen hier raus. Umgelegt. Schild. Ich brauch Gang Ho. Damit ich mit Sprinten schießen kann. Oh, Schild. Shit, nein! Fuck! Gibt's doch nicht!
Nein! Ah! Warum waren da draußen jetzt so viele Gegner? Schon weil diese scheiß Lampe explodiert ist. Oder was auch immer da explodiert ist. Irgendwas ist da explodiert. Ach, ich muss auch was zu trinken. Ah, das war ärgerlich. Also das Ganze nochmal.